In Westerwick ist Beatrice an Bord gekommen. In den nächsten 3 Wochen werden wir kreuz und quer durch die Schären zwischen Westerwick und Kalmar segeln. Am ersten Tag haben wir einen kurzen Schlag bis Sparö Ost gemacht, wo ich 3 Wochen vorher schon zusammen mit meinem Bruder Jörg war. Am nächsten Tag ist es dann durch einen Kanal zwischen Sparö Ost und Grönö nach Händelöp Fischeham weitergegangen. So, wir machen jetzt zum zweiten Mal Passage da bis Sparö Ost, das mal in die andere Richtung. Genau. So, da oben sind wir gestern gestanden und haben oben runtergeschaut. Das Sparö Ost mit dem Leuchtturm und mit dem markanten Balken. Schon bald sind wir an unserem Etappenziel Händelöp Fischeham und haben das Anlegemanöver vorbereitet. Einfahrt Händelöp Fischeham. Der alte Landanschluss funktioniert wohl kaum mehr. Aber die Steckdose hier am Hafengebühr, die geht jetzt also noch. Dann müssen wir das ein bisschen Strom ziehen. Direkt neben dem Hafen hat es Sonnenklippen, die zum Baden einladen. Wunderschön. Anschliessend haben wir Händelöp angeschaut, wo 1,5 km vom Fischereihafen entfernt liegt. Briefkästen? Briefkästen von Händelöp. Händelöp ist ein sehenswerter, ursprünglicher Fischerort. Schön. Und da hinten? Am Horizont sehen wir schon wieder den Balken von Sparö, wo wir heute Morgen noch waren. Auf dem Weg von Händelöp nach Skaftö. Wir sind jetzt hart am Wind und können den Kurs gerade noch knapp anlegen. Es ist wunderbar, fast ein bisschen wie in Kroatien. Einfahrt zur Bucht Skaftö. Ja gut, habe ich erwartet. Ja, ja, es sind Felsen. Ich fahre durch die Ankerbucht. Willkommen im nächsten Paradies. Wir sind in der Lieblingsankerbucht von unserem Segelführer. Das Paradies steigert sich. So schön ist es. Am nächsten Tag sind wir nach Büchselkrock auf Öland gesegelt. Auf dem Weg zurück von Büchselkrock zum Festland von Schweden, wiederum in den Ankerbucht. Wie heißt sie? Weißt du? Stora Vipholmen. Stora Vipholmen. Okay, jawohl. Wir haben jetzt gerade eine Flauterperiode überwunden.
jetzt sind wir wieder schön unterwegs mit Spi. Wenn es so bleibt, können wir etwa ca. eine Stunde weiter spinackern und dann sind wir bei der Ansteuerungstonne und wir dann mindestens den Spi sicher wieder oben runternehmen. Da schön auf Kurs. Ja, und zum Steuern haben wir hier unseren Sklav. Einen Namen hat er noch nicht. Wir sind jetzt hier in Stora Vipolmen angekommen. Wiederum eine traumhafte Bucht mit verschiedenen kleinen Einbuchtungen und auch mehreren guten Felsliegeplätzen. Wir sind selber jetzt auch an so einem. Hier der Heckanker. Und da sind wir vorher reingekommen. Gut. Ja, super, es geht eigentlich besser, als man denkt. Lässig. Einfach schön. Ja, und so sieht hier überall der Wald auf diesen Inseln aus. Wir sind hier in Fiegenholm angekommen, an einem kleinen, hübschen Ort, ca. 5 Seemeilen nördlich von Oskarshamn. Fiegenholm war bereits im 16. Jahrhundert ein bekannter Verladeort für Schiffe und verschiedene, zum Teil relativ grosse Frachtsegler waren hier beheimatet. Wir bleiben heute Tag hier und man sieht, wir haben hier grosse Wäsche, wir können etablieren und einfach auch mal ein bisschen ausspannen. Das wäre jetzt ein Campingplatz, hä? Traum. Ja. Super schön. Einmal mehr, gell? Hier wieder unser Liegeplatz in Fiegenholm. Hier sehen wir die Fahrt nach Fiegenholm. Und da hinten am Horizont ist wiederum die Blaue Jungfrau. Hier sehen wir die weiße Steinbake, die ein altes Seezeichen ist für die Einfahrt auf Fiegenholm. Und rechts davon, hinten dran, ist das alte Lotsenhaus.